Ja, hi Freunde, hier ist wieder Vagant mit einem neuen Unboxing und diesmal packe ich ein Fahrzeug aus, was ich wohl wahrscheinlich nicht mehr bauen werde, also nicht wahrscheinlich nicht bauen werde, nicht mehr bauen werde, weil das geht bei eBay rein. Das muss ich verkaufen, weil ich einen anderen, moderneren, gepanzerten Wagen gerne hätte und irgendwo muss das Geld ja herkommen und geht das gute Stück weg. Zu dem Modell zu sagen, ich finde, das ist der beste Bausatz von dem Sonder-Kfz 251, den ich kenne. Ich habe schon viele in der Hand gehabt, mir angeguckt und vom Zubehör und von den Teilen und allen Extras finde ich den hier echt am schönsten. Und ja, da ist halt auch am meisten interessantes Zeug drin. Ich habe den schon mal ausgepackt, aber halt noch kein Unboxing gemacht. So. An der Seite im Karton kann man halt sehen, was drin ist. Da ist eine ganze Menge drin, Figuren, so Zusätze wie ein paar Jacken, die dabei sind, Aufkleber für die Spiegel als Silbersticker, Metallteile, das sind vorne die von einem Fahrzeug diese kleinen Antennen. Ich weiß nicht, wofür die genau gut sind in echt. Sehr viele Decals und Foto-Ads-Teile. Ist halt sehr umfangreich, der Bausatz. So, dann fange ich mal an mit dem Unboxing. Mal aufmachen. Wie gesagt, geöffnet habe ich ihn schon und reingeguckt. Aber das ist nicht so schlimm. Der ist wieder so eingepackt, wie man ihn auch bekommt von mir, beziehungsweise wie er auch von der Firma her verpackt wurde. So, die Anleitung dazu, das ist ein Dragon-Bausatz. Wir wissen von Dragon, dass sie immer sehr viel auf eine Seite klatschen, wie auch hier. Da muss man sich so ein bisschen mit einfinden, wenn man das nicht so gewohnt ist mit Dragon. Und noch was, was Dragon häufiger hat, Sachen, die man zur Auswahl hat, also verschiedene Optionen und manchmal falsch durchnummeriert. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat und ein bisschen aufpasst, aber wenn das jetzt ein Neuling ist, der sowas baut, als erstes Modell, würde ich ihm im Übrigen nicht unbedingt empfehlen, dann sollte man da auf jeden Fall darauf achten, das zu machen. Also natürlich würde ich als Anfänger auch sowas bauen möchten, ja, bauen und eigentlich kann da auch nicht so viel schief gehen. Man muss sich halt ein bisschen Zeit nehmen. So, fange ich an mit den Figuren. Ich hoffe, dass das mit der Beleuchtung jetzt ein bisschen stimmt hier. Hier ist so ein Träger mit Gummifiguren, also Vinyl. Und trotzdem sind die sehr schön gegossen, also sehr detailliert. Ich will mal gucken. Ah, das ist so ein bisschen schlecht zu sehen. Den Kopf. Ich habe den Autofokus der Kamera absichtlich ausgeschaltet, weil sonst fängt die an immer zu zoomen und zu pumpen. Es gibt einen furchtbaren Effekt und den will ich hier nicht haben. So. Spezialzubehör, also Sonderzubehör, ist hier eine Pappe, wo echt viel draufgeklebt ist. Die Foto-Ads-Teile vorne für die Flammenwerfer. Irgendwelche Seitenteile hier sind die Jacken. Die sind wohl auch aus Vinyl, aus Gummi. Oder? Nee, das ist schon härter Kunststoff. Ja, hier sieht man die Aufkleber fürs Armaturenbrett, Tacho und für die Nummernschilder, die Decals, Spiegel, denn für den Flammenwerfer hinten ist hier ein Schlauch drinne und zwar aus Stoff. Und zwar wie soll ich das sagen? Wie so Bautenzüge, wie so ein Schlauch, wo ein Bautenzug drinne war. Also echt toll. Das andere weiße hier wird wohl auch als Schlauch benutzt oder auch nicht. Ich weiß das gar nicht. Genau. So, Decals sind auf jeden Fall genug da und Sonderzubehör. Also finde ich schon klasse. So, zum Bausatz selber. Wie ich schon gesagt habe, mit den Optionen. Es gibt auch zwei Optionen für für das Fahrzeug von oben. Einmal also komplett glatt. Ich weiß nicht, welches die ältere Ausführung ist. Mir gefällt die mit den ganzen Nieten, also dieser Bogen hier viel besser, der Gussast. Ich hätte das Ding verbaut auf jeden Fall. Und ja, die Teile der Bausätze, ich packe die jetzt nicht aus der Folie, ist verständlich, weil ich die ja verkaufen möchte. Ich habe Fotos gesehen von einem zusammengebauten.
Und da ist also auch eine kleine Inneneinrichtung mit dabei. Also was man guckt da ja sowieso rein ins Fahrzeug. Und sehr detailliert und echt klasse. Ich wiederhole mich irgendwie immer. Naja, ja, nicht ganz. So, ich versuche noch mal ein bisschen mehr Licht rauszukriegen hier. Ja, nächster sind Kleinteile, diverse. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht aus wie eine Kiste. Und auch wieder hier gut zu sehen. Keine Fischhäute, keine Gussfehler sichtbar. Hier sind Motorteile auf dem Gussast, also auch sehr schön. So, noch ein Gussast. Oh ja, da ist eine ganze Menge drin. Der hat also echt viele Teile. Ich weiß nicht, auf der Seite steht, glaube ich, wie viel da drin ist. Hier sind die Schilde für den Flammenwerfer nochmal aus Kunststoff gegossen. Ich würde natürlich die dicke, sage ich schon, die Fotoätzteile dafür nehmen. Die Sitze, Sitzlehne, Sitzpolster. Ein kleiner Bogen mit Klarsichtteilen. Also so viele Klarsichtteile gibt es da ja nicht. Umlenkspiegel müssten da welche sein. Und Beleuchtung. Also überschaubar. Hier sind wieder Seitenteile. Die sind auch doppelt. Wieder hier glatt ohne Nieten und dann einmal, wie ich da eben gezeigt habe, mit Nieten. Hier ist das Cockpit, also was da natürlich auch sehr sporadisch ist in den Fahrzeugen. Und hier die MP40 in klein und sieht auch sehr gut aus. Also ein schönes Teil. Ja. Weiter. Ich nehme jetzt erstmal. Ah ja, die Bodenwanne von dem Fahrzeug, die ist echt niedlich. Aber trotzdem sehr detailliert. Also das kann man. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also mal ein bisschen mehr Licht. Also hier sind überall mini, winzig kleine Nieten drum und das sieht von unten einfach super aus. Also für die Größe sind die Details echt bombastisch. Also wirklich, diese Mini-Wanne ist wirklich der Hammer. Und ja, vielleicht baue ich den doch selber. Jetzt, wo ich den hier auspacke, habe ich irgendwie keine Lust mehr, den bei eBay reinzustellen. So. Zumal was hier alles zu sehen ist hier. Auf dem Gussrahmen sind K98 Karabiner und die sind perfekt gegossen. Also ich habe den K98 als Original, als echten Karabiner und das, was ich jetzt hier sehe, ist ja super. Ich glaube, ich behalte den doch. Na, mal schauen. Ja, extrem gut gegossen. Wie ich am Anfang schon sagte, ich habe bisher noch keinen besseren Bausatz gesehen von dem Fahrzeug. Es mag sein, dass von der Firma Dragon selber noch der gleiche Bausatz oder die gleichen Teile für andere Revisionen verwendet worden. Das habe ich allerdings nicht überprüft oder gesehen. Auch die Reifen sind perfekt gegossen. Und das Wichtige sind natürlich auch die Kettenglieder, Einzelkettenglieder. Und die, so wie ich das gesehen habe, die kann man ineinander klippen, wenn die auseinandergeschnitten sind. Denn wenn die geklippten, kann man dann frei bewegen. Also so sieht das hier zumindest auch aus. Und auf YouTube gibt es ein Video von einem Japaner, der baut auch eine ganze Menge Fahrzeuge und der hat diese Ketten schon mal zusammengebastelt. Oh, ja. Gut, okay, das war jetzt das Preview bzw. Unboxing von diesem Sonder. Na, wo ist denn der Deckel nochmal? Einpacken kann ich ja gleich, wenn ihr denn nicht mehr dabei seid. Der Flammenpanzerwagen. So, und wenn euch das Video gefallen hat, bitte wieder Daumen hoch. Ihr könnt auch gerne Bewertungen und Anregungen in schriftlicher Form dalassen. Dafür ist das YouTube-Teil ja. Ja, das Textfeld ja da. So, also ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall für die Geduld, die ihr mit mir hattet, wieder beim Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Unboxing. Bis dann. Ciao.